Hier ist Ronja und heute machen wir mal was anderes. Wie ihr vielleicht erkennt oder auch nicht erkennt. Falls ihr sie erkannt habt, dann schreibt es in die Beschreibung. Ich bin verkleidet als Ash aus League of Legends. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe auch eine Kapuze. Die habe ich ebenfalls genäht. Sie ist im Versteck der Kapuze. Aber mit der Kapuze sieht es cleaner aus. Bam! Ihr könnt das ganze Kostüm nicht sehen, weil hier mein Greenscreen ist. Und ich nicht weiter nach hinten kann. Ich habe mein Cosplay selber gemacht vor einem halben Jahr oder sowas. Und ich bin hyped. Ich konnte es nie irgendwie anziehen und ich habe mir gedacht, es wäre trotzdem witzig, ein Video zu machen, um euch zu zeigen, was für ein talentierter Kostümbauer ich doch bin. Ich bin kein talentierter Schminkmeister, okay? Ihr werdet niemals Beauty-Videos sehen. Ich habe versucht, ihr Make-up nachzumachen, weil sie sehr schwarze Augen hat. Nope. Ich sehe aus wie, ja, ich sehe nicht gut aus. Aber nichtsdestotrotz bin ich motiviert und ich habe mir gedacht, was passt besser, als wenn man als League-Champion verkleidet ist. Ihr denkt jetzt, ich sage League zu spielen, aber Irrtum. Ich sage, Internet-Quizzes zu machen, die mir sagen, welcher League-Champion ich bin. Gotcha. Über welcher Charakter aus LoL bist du? Tja, was ist meine Lieblingsrolle? Ich spiele, für die Leute, die League spielen, die verstehen jetzt wahrscheinlich, was die Fragen sind. Die anderen Leute, es gibt verschiedene Lanes und die eine ist die Midlane und ich bin gerne in der Midlane. Okay? Nächste Frage. Wie oft spielst du League? Als nächstes machen wir, welche Brotsorte bist du, okay? Keine Sorge, wir machen nicht nur League of Legends bezogene Tests. Gibt's welche Brotsorte bist du? Da wäre ich hype für. Wir gucken mal. Wie oft spielst du League? Ein bis zweimal die Woche. Fast rund um die Uhr. Ich sag mal ein bis zweimal die Woche, das ist am wenigsten. Ansonsten, die spielen alle täglich. Jede Antwort ist täglich, täglich, täglich. Jeden zweiten Tag. Wir gehen mal für eins bis zweimal die Woche. Warum spielst du LOL? Weil ich gut bin. Nein, weil es mir Spaß macht. Was sagen deine Eltern und Freunde dazu? Die schämen sich alle. Meine Freunde spielen auch League. Also, ich spiele nur mit denen League. Hast du eine Freundin oder einen Freund? Ja. Und sie zockt selber. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist rosa, pink. Deswegen gehen wir mal auf andere. Mein Lieblingstier ist ein Kätzchen. Ich hätte gerne ein Kätzchen, aber ich habe noch keins gekauft. Aber ich wohne in einer eigenen Wohnung und wir dürfen theoretisch Haustiere halten. Deswegen werde ich mir 2019 ein Kätzchen holen. Aber mal gucken, ob das alles so hinhaut. Wohin würdest du auswandern? Ich würde wahrscheinlich, wenn ich auswandern würde, nach Schweden oder nach Dänemark oder in irgendein so ein Land gehen. Oder nach Neuseeland. Deswegen gehen wir einfach mal für andere. Welche Landschaft ist dir die liebste? Auf jeden Fall Meer. Und welche Eigenschaft passt am besten zu dir? Ich würde einfach mal, ich meine, das ist ja alles Humble Bragging, aber wir gehen einfach mal für freundlich. Ich bin ein freundlicher Mensch. Auch wenn das manchmal ein Wolf nicht so wirkt, wenn wir alle Tops ärgern. Aber ich bin ein freundlicher Mensch, okay? Wie viele Freunde hast du? 2 bis 3 gute? Nein. Nur einen besten Freund? Nein, gar keine. Ganz viele würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, ich würde sagen normal viele Freunde. Außer weibliche Freunde. Ich habe fast keine weiblichen Freunde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, Frauen mögen mich nicht. Und ich mag sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe 3 weibliche Freunde an der Zahl. Exakt 3. Und das war's. Und ich habe irgendwie 20 männliche Freunde. I don't know. Es ergibt sich immer so. Ich gebe mir wirklich alle Mühe. Seitdem ich in der Uni bin, ja, habe ich mir immer gesagt, hey, ich gucke, dass ich weibliche Freunde finde, weil ich dann meine männlichen Freunde verkuppeln kann und das wäre voll lustig. Aber ich finde keine. Es ist niemand für meine Freunde sein. Ich bin für immer alleine und ich werde alleine sterben. Bist du zufrieden? Ja. Die Transition. Wie soll dein Leben in 20 Jahren aussehen? In 20 Jahren bin ich 40. Also werde ich wohl eine Familie haben. Welcher Charakter? Achso. Gute Frage in dem Test. Welches Element wärst du gern? Ich wäre gern Feuer. Wie willst du sterben? An Altersschwäche. Ich möchte nicht gerne an einem Unfall oder einer Krankheit sterben. Die Auswertung! Zu 40%. Ich bin Lux, eine freundliche Magierin in der Midlane. Wow! Welcher Mix aus Tier und Pflanze bist du? Jackpot? Welche Hautfarbe? Ich würde sagen, heller als hell geht nicht. Aha. Dein Charakter. Ich würde sagen, wir gehen für wild, okay? Wir sind wild.
Okie. Okidoki. Wie groß? Ich bin tatsächlich, ich bin 1,70 groß. Ich würde sagen, nicht weil ich das mal gegoogelt habe, weil alle meine Freunde größer sind als ich und ich deswegen Komplexe habe und wissen wollte, ob ich wirklich so klein bin. Ich bin größer als die Durchschnittsfrau. Jedenfalls als die deutsche Durchschnittsfrau. Ich würde sagen, ich bin groß. Bam. Spannend. Meine Haarfarbe. Ich bin blondhaarig. Aha. Deine Augenfarbe. Ich würde für ein cleanes Hellblau gehen. Dein Style. unauffällig. Ich bin kein. Eigentlich, ich bin. Also, keine Ahnung. Ich mache mir nicht viel aus großen Trendklamotten. Was ist dein Problem? Ich bin definitiv stur. Ich bin wirklich. Es ist mittlerweile besser, okay? Wenn ich irgendwie unzufrieden war oder meinen Willen nicht gekriegt habe, dann war das meist unangenehm. Und ja, ich bin stur. Was machst du gerne? Ich mache gerne Sport, also gehen wir mal für Leichtathletik. Ich spiele aber auch gerne PC. Wie fandest du das Quiz? Ich fand es jetzt nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, komm, war ganz okay. Diese Fragen. Alles allerletzte Frage. Was würdest du gerne werden? Etwas Fantasievolles, anderes Ar. Yikes. Arzt schreibt man nicht so. Ich sag, etwas Fantasievolles wäre ich gern. Ich bin ein Hame. Eine Mischung aus einem Hasen und einer Blume. Ich bin ruhig. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei sämtlichen Antworten, bei denen ich hätte ruhig wählen können, das Gegenteil genommen habe. Ich bin nicht ruhig. Wenn ich eins nicht bin, dann bin ich nicht ruhig. Du bist hier ruhig. Und liebst es, auf der Blumenwiese bei deinen Freunden zu sein. Welche Superkraft habe ich? Welche Superkraft habt ihr? Welche Superkraft hättet ihr gerne? Schreibst du in die Kommentare. Wie würdest du dich beschreiben? Als lustig und witzig, was das gleiche ist. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht witzig. Wenn, dann bin ich hilfsbereit und kreativ. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer? Was ist dein Lieblingselement? Was ist dein Lieblingsliedelement? Feuer, Eis, Wasser? Das bekannte Lieblingsliedelement unsichtbar sein? Oder Gedankenlesern? I mean. Oh. Wir gehen für unsichtbar sein. Was ist dein Lieblingstier? Haustiere. Das ist kein Tier! Haustiere. Ich gehe dafür. Ich gehe für die Haustiere. Nee, ich gehe für Tiger. Was ist dein Lieblingssymbol? Mein Lieblingssymbol ist das Herz, weil es das einzige Emoji ist, was man unironically benutzen kann. Wie hat dir das Quiz gefallen? Mir hat das Quiz leider überhaupt nicht gefallen. Ich will hier keine Kraftausdrücke benutzen, aber ihr alle wisst, was ich meine. Du bist wie das Feuer, stark, mutig. Du hast vor nichts Angst. Du bist wie der Tiger. Deswegen hast du die Kraft von Feuer. Manchmal bist du auch eifersüchtig. Ja, wenn der Test das sagt, dann ist das wohl so. Die Superkraft Feuer habe ich. Klassiker. Und jetzt zum letzten, aber auch eindeutig wichtigsten Test heute in der Reihe. Und zwar, bist du bereit für deinen eigenen YouTube-Kanal? Du möchtest einen eigenen Kanal haben? Und willst wissen, ob du gut dafür geeignet bist? Genau. Genau. Warum willst du einen Kanal? Ich will besser in Deutsch werden. Würde mir Spaß machen, will neue Erfahrungen sammeln und ich will berühmt werden. Es würde mir Spaß machen. Wie oft würdest du was hochladen? Ich würde. Die höchste Frequenz, die man hier wählen kann, ist ein bis zweimal in der Woche. Das heißt, wir gehen dafür. Wie viele Freunde und Hobbys hast du? Ich habe beides. Oder nee, so Mittelhalt machen wir. So Mittelhalt ist eine faire Kategorie. Ich habe eine gute Menge an Freunden. Ich habe weniger Hobbys, to be honest. Aber die Kategorie gibt es nicht, deswegen machen wir so Mittelhalt. Was ist der größte Vorteil an YouTube? Na, das YouTube-Money, obviously. Man hat ein Hobby. Ka-ching! Zu 80% bist du. Du bist super als YouTuber geeignet, da es dir Spaß macht und du sympathisch rüberkommst. Du hast ein super Equipment und du möchtest unbedingt YouTuber werden. Das ist korrekt, diese Fragen habe ich so beantwortet.
Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar, was ihr bei den Tests rausgekriegt habt. Ob ihr da andere Ergebnisse habt. Ich verlinke euch die Seite in der Beschreibung. Dann könnt ihr die Tests auch machen und mir eure Ergebnisse schreiben. Oder auch nicht. Ihr müsst nicht. Niemand zwingt euch, eure Zeit zu verschwenden. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.